Ja, hallo liebe Fans, heute möchte ich euch mal kurz erklären, was ein TV-Polizist so alles an seinem Gürtel trägt. Da ist wieder unser Julian. Hallo Julian, sag mal kurz hallo. Hallo Oma. Alles klar, er grüßt die Oma. So, okay, wir fangen einfach mal an mit den Handfesseln. Die habt ihr ja schon oft im Einsatz gesehen. Eine schöne, stabile Metallausführung. Ja, am besten, ich demonstriere ich mal kurz. Tim, komm doch mal bitte her. Halt mal kurz deine Hände so nach vorne. Sehr schön. So, die legt man dann ganz einfach so drum, zack. Und dann nochmal auf der anderen Seite. Normalerweise hinterm Rücken, aber diesmal klappt es. Toll, und wie komme ich jetzt wieder los? Fahr einfach da hinten irgendwo. So, so, dann haben wir hier ein Reizstoffsprühgerät. Wird auch schon mal gern benutzt bei renitenten Personen. Ja, da sprüht man dann einfach so in die Richtung. So, dann haben wir hier noch ein kleines sogenanntes Multitool. Ja, auch bekannt manchmal als Leatherman, oder das ist eine andere Firma jetzt mit Zange, Schraubendreher und so weiter. Kann schon mal ganz sinnvoll sein, um ja, Geiseln zu befreien zum Beispiel. Dann für unsere Arbeit auch immer sehr wichtig, die Taschenlampe. Ja, möglichst dann natürlich mit frischen Batterien aufgeladen. Sonst macht die nicht wirklich viel Sinn. Und dann natürlich, das dürfte euch auch interessieren, die sogenannte Dienstwaffe. Ich hole die jetzt mal ganz vorsichtig heraus. Ganz vorsichtig, aber ich verrate euch direkt, es ist eine gut gemachte Kopie. Aber sogar mit einem Magazinauswurf und der Schlitten ist beweglich. Man kann hier durchladen und dann kann man auch mal... Oh, die war doch geladen. Gut, vergessen wir jetzt mal alles schnell wieder und packen alles weg. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und das ist das, was wir so immer mit uns rumschleppen. Ja,